Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass dieses komische Videobild sich noch beruhigt. Ja, das tut's. Ja, bei meinem Beitrag geht es eigentlich mehr darum, ein Konzept vorzustellen, weil es gibt, dadurch, dass die Situation neu ist, ist auch für uns diese Prüfungsform neu, noch nicht wirklich viele Praxiserfahrungen, das sage ich mal vorsichtshalber vorweg. Ich würde gerne kurz die Situation schildern, wie sie an der Universität Bremen wahrscheinlich ganz ähnlich ist wie an fast allen anderen Universitäten. Und dann das Konzept zeigen, wie man im Grunde die Flucht nach vorne antritt und eben nicht die Studierenden bis ins Kleinste kontrolliert und überwacht, sondern im Sinne der Kompetenzorientierung eben die Verwendung von Materialien gezielt zulässt. Da gibt es dann das Konzept des Open Book Exams und ich werde anschließend noch einige Varianten davon zeigen, bevor wir dann in die Fragerunde gehen. Ja, wie ist die Situation? Also viele Lehrende, und das kriegen wir halt auch in den vielen Mails und Tickets, die wir dazu beantworten mit, sind erstmal ein bisschen überfordert. Wie soll das denn überhaupt gehen? Da gibt es die Prüfungsordnungen, die Prüfungsformen vorschreiben. Da gibt es jetzt zum Glück an fast allen, in allen Bundesländern oder an den Universitäten entsprechende Entscheide, dass in diesem Semester die Prüfungsform geändert werden kann und beim Prüfungsausschuss wohlwollend bewilligt wird. Ansonsten denke ich mal, das ist ganz wichtig, dass, und das sehe ich auch an bei vielen Lehrenden, dass man kreativ wird, dass man smarte, einfache Lösungen findet und jetzt nicht versucht, ad hoc Hightech einzuführen und selber anfängt mit irgendwelchen Videokonferenzsystemen Proctoring zu machen und ähnliche Dinge. Man muss natürlich jetzt in diesem Semester so ein bisschen seine Ansprüche reduzieren. Man kann nicht eins zu eins die Lehre ins Internet verlagern. Weder die Lehre noch die Prüfungen. Ganz wichtig finde ich auch, dass man die Studierenden so gut es geht einbezieht und Transparenz schafft und eben auch Vertrauen zeigt. Also es gab Zeiten auch in der Uni Bremen, da wurden gar keine Klausuren geschrieben und die Leute sind auch nicht dumm aus dem Studium gekommen. Wenn jemand betrügt und sich durchmogelt, betupst er sich im Grunde selber oder sie. Und eventuell muss man das in diesem Semester einfach vielleicht mal ertragen. Gut. Die Flucht nach vorne, was steckt dahinter? Also Niklas Schaper hat in seinem Gutachten für die HRK Kompetenz als die Befähigung definiert, in Anforderungsbereichen, die eben durch Komplexität, Neuartigkeit, Unbestimmtheit gekennzeichnet sind, angemessen, verantwortlich und erfolgreich zu handeln. Also erfolgreich handeln ist sozusagen der Kern von Kompetenz. Und wenn man sich das überlegt und sich dann die klassischen universitären Prüfungsformen anschaut, dann ist eine Klausur ja ein hochartifizielles Szenario. Niemand wird später im Berufsleben in einen Raum eingesperrt und muss dann 60 Minuten unter Aufsicht einer Aufgaben lösen und darf dabei all das, was er im normalen Leben hat, nämlich das Internet, Bücher, Quellen, Gespräche mit anderen, nicht nutzen. Das heißt, wenn man jetzt sich die Real-World-Situation, habe ich das mal genannt, anschaut, da gibt es das Internet, das ist doch eigentlich völlig okay. Es gibt Bücher, die sind auch völlig okay. Der Pfeil bei der Kommunikation und dem Netzwerk, der ist jetzt hier ausgegraut, weil da haben wir dann tatsächlich das Problem, dass wir ja die Einzelleistung erkennbar haben wollen. Und es ist nicht einfach, sehr gute Kollaborationsszenarien zu haben. Das ist dann eher sowas wie Serious Gaming mit Rollenspielen und ähnlichem. Da kann man das natürlich machen. In den klassischen schriftlichen Prüfungen ist das ja eher ungewollt und ich zeige nachher Möglichkeiten, wie man das zumindest reduzieren kann. Ja, das Open Book Exam, was haben wir uns überlegt? Also wir wollen unser reguläres Prüfungssystem nutzen, was wir auch für die E-Klausuren haben. Eventuell in Verbindung mit einem vorher zu installierenden Safe Exam Browser, das meint dieses SEB,
Dieser Safe Excel Browser ist ein spezieller auf Firefox im Moment noch basierendes System, das im Vollbildmodus läuft und da kommt man nur mit Passworteingabe wieder raus. Man kann es auch nicht aus Versehen schließen und man kommt nicht an irgendwelche Quellen ran, wenn das denn nicht gewollt ist, sofern man die dort nicht freigegeben hat. Und es sind ansonsten alle Materialien erlaubt. Wir wissen natürlich nicht, ob die Leute ihr Tablet, ihr Smartphone oder sonst irgendwas neben sich stehen haben. Das impliziert jetzt, dass man nur Google-untaugliche Fragen, habe ich das mal genannt, stellt, nämlich Fragen, wo man die Antwort nicht einfach schnell in Sekunden in der Wikipedia findet, sondern Fragen, wo neuartige Probleme eben, Neuartigkeit war eins der Merkmale für Kompetenz, neuartige Probleme löst, komplexe Probleme. Und dass wir solche Lernzielniveaus wie Wissen und Methodenwissen und Anwendung implizit dabei mitprüfen, aber nicht jetzt fragen, wie ist die Definition von dem und dem und wie viel ist 3 mal 5 oder ähnliches. Damit aber das Spicken nicht überhand nimmt und die Kommunikation mit anderen, sollte man das Zeitkontingent relativ stark beschneiden, sodass man die Leute ein klein bisschen unter Stress setzt. Man kann noch weitere Mechanismen bei den meisten Prüfungssystemen einsetzen, sowas wie eine Zufallsauswahl, wenn man denn genug Fragen erfinden kann. Die Reihenfolge sollte dann zufällig sein. Das macht das Koordinieren mit mit Studierenden im WhatsApp-Chat schon mal ein bisschen schwierig. Und ganz schwierig wird es dann, und das ist eine Idee einer sehr kreativen Lehrenden bei uns, wenn man die sequentielle Bearbeitung aktiviert. Ich weiß es von Elias und es geht auch bei unserem Prüfungssystem, dem L+ Test Studio, dass man dort einstellen kann, dass die Fragen in der festen Reihenfolge bearbeitet werden müssen, wie sie eingegeben wurden. Und Frage 1 ist bei jedem aber was anderes. Und wenn ich dann mit meinem Kumpel sprechen möchte, dann wird es sehr schwierig, wenn der eine ganz andere Frage hat. Noch nicht so richtig klar ist, wie man mit technischen Problemen umgeht während der Prüfung. Eine Idee ist, dass man sagt, wenn jemand wiederholt technische Probleme hat und das anschließend oder währenddessen anmeldet, dann kann er den Prüfungsversuch abbrechen. Der wird dann auch nicht gewertet. Es wäre eh generell zu überlegen, ob die Prüfung jetzt im Sommersemester nicht auf die Zahl der maximalen Versuche angerechnet wird. Ich meine, zum Beispiel in NRW wäre das jetzt auch so beschlossen. Telefonhotline wäre eine Alternative, aber bei 500 Klausurteilnehmern möchte ich keine Hotline machen. Ja, ansonsten der Vorteil gegenüber mündlichen Prüfungen ist, dass ich das irgendwann online bewerten kann im Prüfungssystem selber und dass ich mir die Bewertung auch teilen kann. In der mündlichen Prüfung sitzt man als Prüfer und als Beisitzer und kommt da nicht weg. Eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang, bei dem Open Book Exam kann man das halt so timen, wie man mag und sich die Arbeit auch aufteilen. Ein weiteres Element ist, dass man eine automatische Plagiatskontrolle anschließt. Da haben wir auch in Bremen ein System dafür. Da würde man alle Klausurarbeiten im Prinzip in den Pool werfen und die dann zumindest im Kreuzvergleich checken, ob da Leute Copy-Paste von irgendwo gemacht haben. Ja, und letztendlich wird es Studierende geben, die eigentlich gar nicht die technische Ausstattung haben, die man dort ausschließen würde, die schlechte Internetverbindung haben oder geringe Datenrate oder sonst irgendwas. Das geht natürlich gar nicht. Das geht auch rechtlich nicht. Man muss also äquivalente Alternativen anbieten. Wie die im Moment aussehen können, ist schwer zu sagen. Also, man kann natürlich sagen, sobald die Uni wieder auf hat, bieten wir entsprechend normale Prüfungen an. Oder man sagt, die Alternative ist eine mündliche Prüfung oder eine Hausarbeit. Mündliche Prüfung über Videokonferenz dann, was aber die gleichen Probleme hat. Ja, das ist noch so ein bisschen offenes Feld, wie man da Chancengleichheit schaffen kann. Die Vorteile sind halt die Kompetenzorientierung und dass das Ganze technisch frei skalierbar ist. Also zumindest bei unserem Prüfungssystem wäre es mir völlig egal, ob da 50 Leute vom Rechner sitzen oder 1000. Das würde immer noch funktionieren. Die Flexibilität bei der Bewertung hatte ich genannt. Und da sind wir dann auch gleich bei dem Hauptnachteil. Nämlich der hohe Korrekturaufwand. Also das ist natürlich gegenüber der mündlichen Prüfung jetzt nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Also eine Viertelstunde pro Prüfung werde ich da auch brauchen.
Aber ich gewinne halt viel Flexibilität, wie gesagt. Nicht für alle Fächer geeignet. Also Programmierklausuren online, ja, könnte klappen. Mathematik vielleicht auch. Ansonsten aber ist es eher, glaube ich, für Geisteswissenschaften und für Masterstudiengänge geeignet, wo eben diese höheren Kompetenzen auch geprüft werden können. In der Grundlagenveranstaltung ist das schon ein bisschen schwieriger. Ja, die Chancengleichheit ist gefährdet, das hatte ich gesagt. Die Authentifizierung ist unsicher. Man kann dann eine eidesstattliche Erklärung fordern, wie bei einer Hausarbeit. Im Grunde wäre das Open Book Exam sowas wie eine sehr spezielle, synchrone Hausarbeit. Aber ausschließen kann ich das nicht, ob ich da die Antwort von jemand anderes kriege. Ein weiteres Problem ist, dass ich eventuell falsche Kompetenzen messe. Also auf schlau heißt das dann, die konstruktirrelevanten Varianzen, zum Beispiel, wenn ich einen Speedtest mache, dann bevorteile ich die Schnelldenker. Aber schnelles Denken ist vielleicht gar nicht die Kompetenz, die ich haben wollte, wenn es ein Fach ist, wo man sich das auch in Ruhe überlegen kann. Oder aber ich bevorzuge die Leute, die eine sehr hohe Medienkompetenz haben und sehr schnell und effektiv im Netz unterwegs sind, um sich die Informationen zusammenzusuchen. Aber es ist vielleicht auch nicht schlecht. Gut, und die technischen Risiken, die hatte ich genannt. So, und von diesem Open Book Exam gibt es jetzt verschiedenste Szenarien. Also ein relativ bekanntes Szenario, wo man auch im Internet viel Informationen zu findet, ist das Remote Take-Home Exam, heißt das dann. Das findet eben nicht mehr synchron, sondern asynchron statt. Und man gibt dann nicht nur genau den Klausurzeitraum, die Fragen frei, sondern für einen Zeitraum von 6 Stunden bis 2 Tagen. Und die Bearbeitungszeit liegt bei 2 bis 4 Stunden. Und es sind eben auch komplexe Aufgabenstellungen mit in der Regel individuellen Lösungen. So intelligent müssen dann auch die Fragen sein, dass die Lösungen nicht eindeutig sind, sondern im Grunde Wertungen drin sind, eigene kreative Lösungen. Man kann das dann sehr einfach technisch lösen, indem man die Aufgaben im Lernmanagementsystem bereitstellt und dort auch wieder abgeben lässt. So, was sind die Vorteile? Sehr technische, einfache Umsetzung. Die Risiken werden deutlich minimiert. Das Internet darf ruhig mal weg sein für eine Stunde. Das ist nicht so schrecklich. Die Studierenden haben mehr Flexibilität, wenn sie zum Beispiel Betreuungspflichten haben. Akademische Medienkompetenz im Sinne von kritischer Medien, Recherche und Nutzung und Bewertung ist gleich mit impliziert. Der Zeitraum für die Bewertung ist gegenüber normalen Hausarbeiten deutlich besser für die Lehrenden kalkulierbar. Es hat aber auch Nachteile, nämlich die Absprachen unter den Studierenden sind höchstwahrscheinlich. Der Korrekturaufwand ist, wie gesagt, extrem hoch und es gibt auch Berichte, dass Studierende sich bei dieser Prüfungsform selbst überfordern. Die sind dann eventuell nicht so gut in dem Fach oder nicht so selbstbewusst und schreiben dann 6 Stunden lang an dieser Klausur, vergessen zu essen und zu schlafen. Das ist natürlich auch jetzt nicht so das Szenario, was man gerne möchte und was man bedenken muss. Ja, letztendlich eine zweite Variante, das knüpft sehr an dem an, was Claudia zu formativen Assessments genannt hat, dass man das, was man eventuell sowieso schon macht, sowas wie eine wöchentliche Übung oder irgendein anderes Assignment, hier was so die grauen Punkte sind, sind normale Selbstlerntests, die nicht bewertet werden, die man freiwillig irgendwann macht. Und die roten Events sind dann solche, die gewertet werden. Und hier ist das halt auch so gedacht, dass von diesen 4 dann synchron stattfindenden Quizzes, die man im Lernmanagementsystem anbietet, 3 von diesen 4 zum Beispiel bei 15 Semesterwochenstunden werden gewertet. So, die 3 besten natürlich. So, und man kann dann, wie beim Prüfungssystem auch, sowas wie Zufallsauswahl, Zufallsreihenfolge, sequentielle Bearbeitung aktivieren, um die Kooperation ein bisschen schwieriger zu machen. Lässt sich nicht völlig verhindern. Ja, die Vorteile sind ein deutlich verringerter Korrekturaufwand, da ich ja selber skalieren kann, wie viele geschlossene und wie viele offene Aufgaben ich dort reinpacke. Und die geschlossenen werden automatisch bewertet. Und man hat jetzt eine Kombination aus Prüfung und Lernstandskontrolle, ein kontinuierliches Feedback und das Wesentliche ist, die Klausur am Ende fällt weg. Da gibt es keine Klausur. Das heißt,
eventuell schon nach dem dritten roten Punkt hier, sind die Studierenden fertig mit ihrer Prüfung. Ich sehe hier gerade, ich habe hier 5 Tests rot markiert, das ist ja schon zu viel. So, was gibt auch einen Nachteil? Die Fragen, die man dort in den Tests eingesetzt hat, die sind verbrannt. Wie bei anderen Online-Prüfungsszenarien auch. Die Fragen brauche ich für eine Prüfung nicht mehr nutzen, aber ich kann sie natürlich wiederverwenden für Übungen. Das heißt, ich habe die Arbeit nicht völlig umsonst gemacht. So, und das war's eigentlich schon. Ich freue mich auf die Fragerunde. Ich habe jetzt den Chat nicht mitgelesen, das wäre wirklich zu anstrengend. Da hoffe ich dann gleich auf die Moderation.